Nintendo präsentiert Super Mario World, welches in Europa am 11.04.1992 für das SNES herauskam und sich insgesamt weltweit für das SNES 20,61 Millionen Mal verkaufen konnte. Damit steht es natürlich auf Platz 1 der SNES-Spiele. Stark hat es natürlich noch Donkey Kong Country auf Platz 3 und Super Mario All-Stars auf Platz 2 geschlagen. Und kam natürlich auch noch für den New Nintendo 3DS unter anderem raus in der Virtual Console für die Nintendo Wii U, für die Nintendo Switch, wo wir es jetzt hier spielen werden. Für den Game Boy Advance gab es in der Super Mario Advance 2, glaube ich, nochmal eine Variante. Und wir starten jetzt auch rein. Hier, ich habe schon vorbereitet, Mario C ist noch empty. Wir spielen das im Singleplayer. Willkommen, das ist das Dinosaurierland. In diesem verrückten Land werden wir Prinzessin Toadstool finden. I miss. Was? Ich weiß. Sie wird schon wieder vermisst. Es sieht so aus, als wäre Bowser zurück. Das war nicht richtig übersetzt, oder? So, wie ihr seht, wir haben auch hier wieder eine Overworld. Und wir starten mit Yoshi's Island 1. Ach ja. Okay, ich muss erstmal kurz gucken, wie das alles funktioniert hat. Ich habe ja davor nur NES-Spiele gespielt. Hier sind auch schon Dinosaurier. Ja, Super Mario World. Grafisch hat sich ein bisschen was getan. Mario sieht nun etwas anders aus. Die Musik ist auch episch. Und tatsächlich können wir hier Yoshi-Coins sammeln. Zwei Stück haben wir davon jetzt schon. Items kommen manchmal random aus dem Boden, was ich nicht ganz verstehe. Und Mario hat eine neue Fähigkeit. Diesen Drehsprung. Damit kann er, wenn er in der Superform ist, Blöcke zerstören. Und damit kommen wir auch hier in die Röhre und in die Yoshi und an die Yoshi-Münze. Ja. Natürlich sieht Super Mario World etwas besser aus als Super Mario Bros. 3. Nicht viel tatsächlich, nur etwas. Das liegt natürlich daran, dass der SNES leistungsstärker war. War ja eine 16-Bit-Konsole, der NES eine 8-Bit-Konsole. Von daher ist das natürlich vollkommen klar. Hier war gleich mal ein versteckter One-Up-Pilz. Und auch hier werden wir in diesem Spiel ein neues Power-Up finden. Hier ist natürlich auch Oldschool die Feuerblume, erstmalig auch mit Augen, falls ihr das gesehen habt. Und wie ihr hier oben seht, haben wir ein dauerhaftes Item-Inventar, mit dem wir mit Select drauf zugreifen können. Fahnenstangen gibt es hier nicht, sondern diese Levelbalken würde ich es nennen. Wenn wir den berühren, bekommen wir eine gewisse Punktzahl. Und diese Punktzahl wird uns als Bonus oben links neben dem Itemfeld gut geschrieben. Werden wir getroffen im Level, dann kommt automatisch das Item runter. So, was haben wir denn hier? Einen gelben Schalterpalast. Ich weiß gar nicht, gab es das Spiel auf Deutsch? So, aktiviert diesen hier, dann. Ja, aktivier Mario. Dann könnt ihr ganz viele Münzen sammeln. Und tatsächlich ist Super Mario World jetzt kein unglaublich schweres Spiel. Also ich sollte hier schon ein bisschen euch was zeigen können. Aber im Falle, dass was passiert, muss ich natürlich die Leben sammeln. Und ja, natürlich sind die Schalterpaläste neu. Die gab es in Super Mario Bros. 3 noch nicht. Genauso wie es die Fähigkeit, P-Switches zu tragen, auch noch nicht gab. Ansonsten ist sehr viel gleich und hat zwar noch einiges meiner Meinung nach verbessert und noch was hinzugefügt. Nach Geisterhäusern, Castles, Towers und auch nach Schalterpalästen kann man speichern. Wir werden natürlich dieses Spiel zu 100% spielen. Wenn ich davon rede, rede ich nicht von allen Yoshi-Münzen. Das können wir uns vielleicht irgendwann mal in der Game Boy Advance-Version angucken. Vielleicht aber nur.
Ja, nochmal was zum gelben Schalterpalast. Ich komme gar nicht hinterher. Ja, hier ist Yoshi. Hurra, danke fürs Retten. Mein Name ist Yoshi. Oh, mein Weg zum Retten meiner Freunde. Was? Ich bin auf meinem Weg, meine Freunde zu retten. Bowser hat mich aber dabei in ein Ei gesperrt. Ja gut, Yoshi, dann komm einfach mit. Ja, der gelbe Schalterpalast. Jetzt fange ich wieder an. Yoshi! Übrigens, wenn ihr verschiedene Panzer fresst, dann wird Yoshi auch verschiedene Sachen damit machen. Jetzt nochmal, der gelbe Schalterpalast hat gelbe Blöcke in ganz Super Mario World verteilt. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Und das jetzt sind Checkpoints. Hat man schon ein Yoshi und man sammelt nochmal ein Yoshi-Ei, bekommt man dafür ein Leben. Und in diesen Blöcken, die sind gelb, weil es ein gelber Schalterpalast war, sind immer jetzt versteckte Superpilze. Das ist praktisch. Wir werden noch 3 weitere Schalterpaläste finden, so viel kann ich schon mal sagen. Die werde ich euch natürlich auch alle zeigen. Und jetzt nochmal, wenn ich von 100% rede, meine ich natürlich alle Secret Exits. So. Hier ist ein kleines Rätsel. Ihr könnt das natürlich auch hier mit diesen Blöcken machen, mache ich aber eigentlich gar nicht. Aber funktioniert natürlich genauso, wie wenn ihr den Yoshi-Sprung macht. So, 2 One-Ups könnt ihr hier finden. Machen wir jetzt auch einfach mal. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für das Spiel, habe ich mir vorgenommen. Ich meine, klar, Super Mario Bros. The Lost Levels und all den anderen Kram habe ich ja mega gerusht. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere Block hingeflogen ist, aber okay. Oh Gott. Aber gerade Super Mario World, was ich ja so sehr liebe, werde ich nicht rushen. So, und ja, eine 30 ist schon ganz gut. Ihr könnt bis zu 50 Punkte erlangen. Und was auch hier neu ist, ist natürlich Yoshi. Den gab es davor ja nie. Und natürlich die Tatsache, dass man Yoshi auch hier mitnehmen kann, immer in die nachfolgenden Level, gab es danach, soweit ich weiß, auch nie wieder. Das ist krass. Natürlich hat Yoshi das Spiel auch immer mal einfacher gemacht. Das gebe ich ja gern zu. Und man wollte wahrscheinlich das damit verhindern. Du triffst mich nicht. Sehr, sehr oft. Aber, oh, scheiße. Ja gut, ihr seht schon, ich brauche keinen Yoshi. Ja, ich mochte das eigentlich sehr, sehr gerne, wenn man Yoshi mitnehmen konnte. Ich liebe Yoshi. Zumindest in Super Mario World. Okay. Ihr seht, das sind Blöcke, die man von unten anstoßen kann, die sich dann so ein paar Sekunden lang bewegen, wo man dann durchspringen kann und irgendwann sind sie dann halt wieder fest. Und diese Blöcke hasse ich. Aber hier durch den gelben Schalterpalast kein Problem mehr. Weil, hättet ihr den nicht, könntet ihr hier nicht stehen. Also nicht nur Pilze bekommt ihr dadurch, sondern auch Hilfe. Was dieser grüne Sternblock bedeutet, weiß ich bis heute nicht. Ich habe noch nie gecheckt und wir haben eine Yoshi-Coin verpasst. Gut. Ja, egal. Sammelt ihr alle 5 Yoshi-Coins, die in einem Level versteckt sind, bekommt ihr ein extra Leben. Das habe ich auch noch nicht gesagt, ne? Sehr gut. Super Mario World ist jetzt natürlich auch nicht das längste Spiel. Das ist logisch. Ist natürlich anfangs der SNES-Zeit rausgekommen. Hatte auch ein Bundle mit dem SNES. War halt das Mario 2D Jump'n'Run des SNES. Und tatsächlich eigentlich das einzige. Und diese Röhre ist tatsächlich super sinnlos, wenn man mal ehrlich ist. Weil hier gibt es nichts, außer diesen Block hier. Da sind halt lediglich 10 Münzen drin. Ja, klar, man kann argumentieren, Münzen gab es damals noch nicht so häufig. Aber in diesem Spiel schon viel mehr als in den Teilen davor, meiner Meinung nach. So, aktiviert mal bitte das da oben. Dann zerstört man den Panzer. Yoshi-Coin nicht vergessen.
Dann ist hier ein Stern drinne, sammelt den ein, das und dann lauft los. Natürlich gibt es hier den Superstern wieder. Und jetzt, ab diesem Spiel, könnt ihr mit verschiedenen Kombos One-Up sammeln, wenn ihr genug Gegner rammt. Das war das Erste. Man kommt nicht hinterher mit dem Erklären in dem Spiel. Weil einfach einiges Neues wünscht man sich ja manchmal von den heutigen New Super Mario Bros. Teilen, die ja irgendwie gar nicht mehr erscheinen. Jetzt sind wir schon bei Hashtag 1 Iggy's Castle. Viel zu schnell. Demnächst werde ich euch diese Animation immer skippen, aber ich möchte sie euch jetzt einfach mal zeigen, wie man in das Castle läuft. So, eine Neuerung ist auch diese Wände hier, also diese Gitter. Ihr könnt tatsächlich hier dran. Das war Betrug. So. Aktiviert ihr den P-Switch, kommt ihr auch wieder an eure Feuerblume ran. Mit Y könnt ihr auch an die Gitter schlagen. Das wird auch später noch etwas relevant. Kann ich euch gleich zeigen. Hier. Dann könnt ihr nämlich auf die andere Seite. Das empfehle ich aber tatsächlich überhaupt nicht. Also, ich komme damit nicht klar. Ja. Wenn ihr nicht so schlecht seid wie ich, dann könnt ihr auch die Koopas, die hier dran rumklettern, easy killen, indem ihr einfach mal dran schlagt. So, und jetzt eine Pressfestung. Hier ducken. Ja, diese Hammer werden jetzt immer wieder runterkommen, um uns zu zerstampfen. Wir müssen natürlich tierisch aufpassen, weil ich glaube, wir sind mit einem Hit direkt tot. Nee, nee. Oh Gott, da ist es. Nur ich bin ehrlich, Iggy ist meiner Meinung nach eine der schwersten Kämpfe. Einfach weil ich nicht genau weiß, wie er funktioniert, aber gut. Es wäre trotzdem lame gewesen, wenn ich bei ihm gestorben wäre. Aber ich hatte schon oft meine Probleme. Und wir sind erst bei 12 Minuten, das heißt, wir gehen noch in die zweite Welt. Ich habe euch noch gar nicht Yoshis Haus gezeigt, kann das sein? Übrigens, diese Sequenzen hier, die sind ganz nice. Mario hat den charmanten Iggy Koopa in Castle Nummer 1 besiegt und den Freund von Yoshi gerettet. Was? Ja, welcher aber immer noch in einem Ei getrapped ist. Zusammen reisen sie jetzt durch das Donutland. Es tut mir leid, wenn manches nicht so gut ist, okay? Aber ich möchte euch jetzt gerne noch das Yoshi-Haus zeigen. Da waren wir nämlich tatsächlich gar nicht drin, da habe ich vergessen. So, das hier nämlich, Yoshis Haus. Das ist ganz schön. Hallo, Entschuldigung, ich bin nicht zu Hause. Aber ich habe meine Freunde zu retten, welche von Bowser gefangen sind. Yoshi. Was passiert eigentlich, wenn man mit Yoshi hier reingeht? Das müssen wir mal ausprobieren. Das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht. Man dann diese ganzen Früchte auch dort oben fressen kann. So, ihr seht, wir hatten bislang immer nur gelbe Punkte. Hier seht ihr das. Jetzt haben wir einen roten Punkt. Der rote Punkt bedeutet, dass es hier einen Secret Exit gibt. Den soll man sich ja eigentlich noch gar nicht holen. Also, der ist eigentlich anders vorgesehen, als ich ihn euch zeigen werde. Aber das hier ist die Feder. Das neueste Power-Up in Super Mario World. Bin ehrlich, ich hätte sie tatsächlich gerne mal wieder zurück. So, dann hier mal Stopp. Hättet ihr hier wieder nicht den gelben Schalterpalast, werdet ihr jetzt nicht in diese Röhre reinkommen hier. Aber wir wollen doch alle hier rein. Denn das hier ist eine Bonus-Stage. Hier könnt ihr Blöcke aktivieren. Und hoffen, dass ihr sie in der richtigen Reihenfolge aktiviert. Ich hoffe, das gelingt uns jetzt. Ja, perfekt. Tut ihr das, dann bekommt ihr immer ein Leben. Es ist wirklich cool gemacht, dass es sowas gibt. Für die, die das vielleicht noch nicht so gut können. Hier ist jetzt auch noch gleich eine Röhre erschienen. Eine weitere Bonus-Stage, die auch mal wieder voller Münzen ist. Also, man hat mit den Münzen mehr übertrieben als in den Vorgängern, habe ich das Gefühl. Ihr könnt natürlich
hier mit der Feder sehr, sehr fliegen. Ihr könnt aber auch eigentlich, wenn ihr wollt, nur gleiten. Aber wenn ihr das... Also, ich kann halt auch nicht beschreiben, wie genau man mit der Feder fliegt. Das muss man einfach selbst rausfinden. Ich glaube... Ja, Steuerkreuz links, rechts, links, rechts. Oder? Mache ich das so? Ich versuche es euch gleich nochmal zu sagen. Auf jeden Fall wisst ihr ja eh, dass wir den Level zweimal spielen. So, das hier ist die Feuerpflanze, die wir schon mal in Super Mario Bros. 2 gesehen haben. Also ich meine schon das Richtige. Ja, Yoshi ist jetzt eigentlich scheiße. Ich nehme ihn jetzt trotzdem mal mit, aber ich meine, er bringt mir nichts. Außer den Tod. Was halt wirklich blöd ist, ist, dass wenn man einmal aus dem Screen rausgeht, die Gegner sofort wiederkommen. Scheiße! Ihr seht schon, da oben ist ein Schlüssel. Den möchte ich natürlich haben. Genau, gibt die Feder. Also ich probiere es jetzt nochmal kurz. Aber Achtung, sammelt nicht den Pilz ein. Denn es ist irgendwie blöd gemacht. Wenn ihr nämlich den Pilz einsammelt, wird eure viel bessere Feder überschrieben. Hä, das ist so dumm! Ihr seht, was ich versuche. Also safe. Weil... Ich will da hoch. Wieso nimmt der denn keinen Anlauf? Ich möchte euch halt, aber halt jetzt schon den Secret Exit zeigen, weil ich das halt immer so mache. Ja, genau, jetzt ist er halt nicht ge... Ja, lächerlich. Dann gehen wir ins Ziel. Wir müssen es ja so oder so nochmal machen. Sehr schön. Ja, jetzt werden wir hier schon weiterkommen, aber ich skippe mal für euch bis dorthin. Ach, komm schon. Übrigens, was ich auch noch gar nicht gesagt habe, nur diese leuchtenden Federviecher haben eine Feder auch dabei, also die sie euch droppen können. Ja, perfekt. Ja, hier kommt ihr einfach in den Secret Exit. Jeder Secret Exit hat diesen Schlüssel, sage ich jetzt mal. Oh, egal was wir jetzt machen, wir müssen eh nochmal rein. Deswegen würde ich sagen, machen wir Donut Plains 2. Das ist ein Scrolling-Level, ja. Aber ich werde euch dann einfach wieder bis zur Stelle skippen. Weil ihr habt ja schon gesehen, das hat auch ein Secret Exit. Ist also egal, welches Level ich mache. Aber da ich vor dem Wasserlevel mehr Angst habe, mache ich das hier. Weil da könnten wir das erste Mal sterben, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte nicht in Part 1 sterben. Allgemein, wenn ich zum Beispiel in der Sternwelt bin, werde ich gucken, wie oft ich spule. Tatsächlich habe ich das Spiel schon mal komplett ohne Spulen durchgespielt. Das war schön. Also das hat wirklich mega Spaß gemacht. Das war aber im Together, also in einem Together-Modus, wenn man das so sagen kann. Echt, die Fledermäuse. Oh Gott. Nur nicht treffen lassen. Zeige euch natürlich auch zuerst den Secret Exit. Weil der ist hier in dieser Röhre. Der müsste, glaube ich, groß sein, soweit ich mich erinnere. Oh Gott, ja. Vor dem aufpassen, der schießt Basketbälle oder sowas. Ach nein. Ihr braucht Yoshi. Aber ich glaube, wenn ihr ganz gut seid, kommt ihr sogar ohne Yoshi da hoch. Scheiße, ich habe keinen Bock, Yoshi zu holen. Werde ich aber wohl müssen, oder? Nein, muss ich nicht. Dafür bin ich einfach viel zu gut. Spaß, so gut bin ich auch nicht. Das werdet ihr später noch sehen. Ich weiß nicht genau, ob ich euch die Secret Exit... Ja, sorry, das spule ich. Das ist nur, weil ich jetzt meine Pause weggemacht habe. Ich wollte eigentlich sagen, ich weiß noch nicht genau, ob ich euch die Secret Exits vielleicht später nochmal normal zeige. Im nächsten Part oder so. Oder im letzten. Weil ich kann mir vorstellen, dass manche so nicht hochkommen. Also,
so wie ich das mache. Weil das natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste ist. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn das manche nicht können. Und ich möchte ja schon zeigen, wie man wirklich auch drankommt. Ja gut, hätte ich den Fail jetzt natürlich akzeptiert, dann wäre ich jetzt noch gestorben, aber ich bin halt nicht der Meinung, dass ich jetzt eigentlich den Tod dort verdient hätte. Weil ich nach meiner Aufnahme geguckt habe und nicht mehr oder weniger, also nicht, ja. Ist ja jetzt nicht nur, nicht weil ich mir unbedingt einen Vorteil verschaffen möchte. Ich meine, ich habe 24 Leben, hier geht's gar nicht rein. Ach, lol, hier. Aber die kann man wegkurbeln mit der Feder, also alles gut. Jetzt noch ein Bonus, komm, das wäre so episch. Nein, richtig schlecht, egal. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit dieses ersten Parts von Let's Play Super Mario World. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann.